Liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Ich stehe momentan gerade am großen Scharten herum. Das ist im Postalmgebiet in die Salzkammergurtberg. Hinter mir seht ihr das Gamsfeld, das ist der höchste Gipfel in der Salzkammergurtberg. Und wenn ihr jetzt da so ein bisschen hinter mir in die Gegend schaut und vor allem auch da oben, da drüben komme ich her, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das heute doch ein besonderes Video ist, das am YouTube-Kanal von Alpine Momente erscheint. Es ist ein ziemlich ausgesetzter Grat da oben, maximal 2 plus Gelände, aber extrem ausgesetzt. Da drüben bin ich hergekommen, kommt mit bei der Tour auf dem Scharten, ganz viel Spaß und vor allem Daumen da lassen, nicht vergessen, ich scheiß mir echt fast den Hosen. Leute, bevor ich es vergiss, Anfahrt ist über die Postalmstraße, das ist eine Mautstraße. Von Strobl am Wolfgangsee geht es rein und die Einfahrt kostet für ein PKW 6 Euro am Tag. Jahreskarten kann man auch kaufen, die kostet 72 Euro. Ja, wir starten jetzt in unserer Tour, kurz vor der Redneck-Hütte. Da kannst du mit dem Auto gut rauffahren, 1250 Meter sind wir gerade hoch. Und jetzt gehen wir zuerst einmal Richtung Redneck-Hütte, Braunedelfähre. Da vorne seht ihr übrigens den Rinnkogel. Die Tour habe ich gerade erst veröffentlicht. Video verlinke ich euch oben und auch unten in der Beschreibung. Schaut euch dieses Video gern nach dem Video an, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, weil der Rinnkogel war echt eine geile Tour. Da hinten unten ist jetzt die Redneck-Hütte. Bis daher hättest theoretisch mit dem Auto fahren können. Machst da im unteren Teil schnell einmal Meter, Höhenmeter von der Redneck-Hütte. Sind es jetzt 160 an der Zahl. Und da rauf, durch das Chor geht es für mich in den Sattel und dann von rechts nach links auf über den Grat auf dem Schafen, das ist das Ziel. Da gibt es den kleinen Schafen und den großen Schafen. Muss das alles seilfrei gehen, es ist scheinbar auch nichts einbaut. Wenn es anders ist, seht ihr es noch in dem Video. 2 plus muss man auf- und abklettern. Da unten sind wir jetzt hergekommen. Und wo ich jetzt bin, da trennt sich der Weg. Entweder da oben oder da oben. Ich gehe mal da, weil ich muss da raus. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das passt. Das Gelände wird da rauf immer steiler. Ein bisschen aufpassen muss man auch. Wegen Steinschlag, ihr seht es, der Wanderweg geht direkt unten vorbei. Und da ist schon der Beginn von unserem Grat. Da ganz hinten ist irgendwo der Schafengipfel. Jo, von der Redneck Hüttenalm sind es da auf knapp 500 Höhenmeter. Da ist jetzt ein Braunedel angeschrieben. Und sogar der Schafen ist auch angeschrieben. Eine Stunde rauf. Da oben geht es dann. Ganz schwache Steigspuren nur. Also das war ein Gamssteig im Absturzgelände. Jetzt schaue ich, dass ich da durch die Latschen irgendwie durchkomme. Der normale Steig müsste dann weiter unten gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht der Originalzustieg. Da vorne ist der Einstieg. Das erste Gipfelkreuz, das müsste der kleine Schafe sein, glaube ich. Und dann muss ich noch abklettern und auf dem Hintern rauf. Aber der Führer schafft es jetzt dann auf jeden Fall noch. Und beim Abgehen zwar gleich ein Originalweg. Ich sag da einfach nur gewaltig. Ich bin jetzt da direkt da oben hergekommen und da sieht man es da unten. Geht der schöne Steig her. Das heißt nicht bis zum Grat aufhalten, sondern vorher links abbiegen. Ich habe da so eine Abzweigung übersehen. Die zeige ich euch nachher beim Zurückgehen ganz genau. Und für uns geht es jetzt dann auf den Gipfel rauf. Der erste Gipfel ist, glaube ich, ziemlich einfach. Da glaube ich, dass ich nur eine Hand brauche. Daher Helmkamera kommt erst später. Absturzgelände bei Nässe heikel. Aber alles Gehgelände. Da braucht man mal kurz eine Hand. Vielleicht eins minus. Steil oben ausgesetzt. Und wieder Gehgelände. Da hat sogar wer eine Leiter aufgestellt. Wie ein verrater Schafen. Menschliche Fußspuren. So, da hinten war jetzt der Einstieg. Da unten seht ihr die Weggabelung. Und da geht es jetzt weiter am Grat. Schwache Steigspuren. Fels zum Teil brüchig. Okay. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Aber auch nicht schwer. Einzelgelände aber ausgesetzt. Und wieder steiles Gehgelände. Und unschwierig. In maximal einer Kletterei erreicht man da den kleinen Schafen. Echt ein netter Gipfel, muss ich sagen. Gefällt mir, taugt mir, lässiges, schönes. Da unten das Chor Sill, glaube ich, heißt das. Da sind wir hergekommen. Jetzt geht es auf die rechte Seite vom Grat und von hinten. Wahrscheinlich auf dem Gipfel. Schauen wir mal. Dann haben wir uns da natürlich bei einem Felsen aufgekraxeln hinten. So, ich gehe da rauf, weil da ist das Gipfelkreuz. Und schon wieder am Grat herum. Der ist jetzt ein bisschen ausgesetzt. Aber alles ist ja kein Problem. Und somit, liebe Leute, waren wir am kleinen Schafen herum. Gefällt mir. Festes Bergei. Ca. 600 Höhenmeter sind es da. Unten vor der Rettenecke allem rauf und da drüben, wo die Krähen sitzen, glaube ich, dass das der Gipfel vom großen Schafen ist. Aber da schaue ich nachher noch.
ist auf jeden Fall in 2+ Kletterei zum Erreichen. Dann gehen wir so und probieren wir mal das da vom kleinen Schaffen auf den großen Nummer, wie schwer das ist. Okay, jetzt geht's links vom Grat entlang. Sogar Markierung, eine blaue. Und jetzt die Rinderhaufe. Ist ziemlich steil, aber es sollte gut gehen. Griff und dritte Ende nie. Ich hoffe, die Helmkameraeinstellung passt. Ist jetzt maximal 2 Gelände. Dann hat es da auch wieder schöne Griffe. Da kann man da aufsteigen. War definitiv ein Zweier da. Eine steile Stufe. Und dann kann man sich da auch wieder schön aufspreizen. Hat einen guten, kompakten Fels. Maximal 2. Das ist jetzt die Stelle von oben. Da geht es dann eben, wie gesagt, so ums Eck rum. Jetzt wieder ein bisschen Gegelände. Vermutlich da Kerzen gerade rauf. Und auch aufpassen, ein lockerer Bruch da. Da wird die andere Kamera wieder weg. Wo sind wir jetzt? Da muss ich vermutlich da um. Und dann da auch wieder Markierung. Und da ist sogar was einbaut. Auf Reibung muss man da gehen. Ausgesetzt. Ausgesetzt, ausgesetzt ist da. Sehr ausgesetzt.
aber nicht schwer. Maximal zwei. Da ein Haken. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir einen Strick mitgenommen. So muss ich es abklettern. Ich habe wieder oben drüber. Schauen wir mal. Okay, ja, du kannst da oben drüber. Da unten geht der Steig. Okay. Ich darf da irgendeine Variante gegangen sein. Den schaue ich mir beim Zurückgehen an. So, jetzt haben wir wieder Gehgelände. Sehr interessanter Grat. Das Gipfelkreuz Zürcherhürzer ist nicht mehr weit. Ah nein, oben drüber. Beherzt ansteigen. Und dann bist du wieder im Gehgelände. Und Hürzer? Muss ich da runter oder wie? Und dann? Das geht. Das geht definitiv. Direkt da über die Stufen runter wahrscheinlich. So, jetzt waren wir da. Jetzt waren wir da. Unser Gelände maximal. Aber wenn es da nass ist, hast du ein großes Problem. Gehgelände. Thank you.
nächster Vorgipfel. Aber jetzt ist easy. Jetzt sind die Schwierigkeiten aufgeschafft. Ausgesetzt geht's da um. No Fall Zone da oben. Aber der ist locker. Alter. Der Grat da oben ist scharf, bist du deppert. Die Steine locker. Da musst du runtersteigen und dann geht das. Aber das ist eine ungute Stelle da. Nicht schwer, aber für die Psyche eine Herausforderung. Oh, leck Arsch. Leck Arsch ist der Grat scharf. Bergheil vom Schaffen, liebe Leute. Also, ja, das ist jetzt einmal einen fetten Daumen nach oben wert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich hoffe, die Helmaufnahmen sind was geworden. Ah, Daumen auf den Ausblick. Da oben würde kommen, Gamsfeld, das ist der Schmalztrager, da aus der Scharten komme ich her, Bahnelkugel, Moosberg, Riedelfähre, da vorne das Tennengebirge, da hinten Gosau kommen und noch weiter da hinten Dachstein, niedere Tauern da hinten rein. Jetzt mache ich es mal kurz gemütlich.
Ja, also nach kurzer Gipfelrast, Bock ist jetzt wieder retour. Helmkamera ist eingeschalten. Ich nehme euch wieder mit der Helmkamera mit. Und nachher, sobald ich vom kleinen Schaden unten bin, gibt es ein Resümee. So, jetzt kommen wir wieder zu der Ungarnstelle. Schauen wir, ob das Retour einfacher ist und weniger Mut braucht wie Oma. Oma war das auf jeden Fall mit ein, zwei beherzten Schritten zu bewerkstelligen. Der ist eben locker. Also, der ist es, der ist locker. Da unten ist ein guter Tritt und dann kannst du wieder da umsteigen mit einem breiten Spreizschritt und dann geht's da rauf. Also Oma, beziehungsweise wenn man weiß wie, ist das definitiv einfacher. Jetzt geht's eben diese Steigrinne da runter. Das müsste das Stil sein, wo du von drüben glaubst, da kannst du gar nicht rauf, so steil schaut das aus. Aber Fakt ist, wenn es trocken ist, dann ist das nicht so schlimm. Beim Aufgehen habe ich mir auch gedacht, das wird steil da runter, da muss ich wahrscheinlich verdraht gehen. Ist aber nicht der Fall. Also das ist sehr zum Aufpassen, aber es ist nur ein steiles alpines Gelände. Die Felsen muss man sehr gut überprüfen. Hab beim Umgehen habe ich ein paar lockere Steine und Felsen in der Hand gehabt. Ein Kreuzotter hat man beim Zustieg das Schneid ein bisschen angehaft. Das ist nämlich auch das Letzte, was du da brauchst in so einem ausgesetzten Gelände, dass da auf einmal eine schwarze Kreuzotter entgegenhupft oder auch, wenn sie sich nur verzieht. So, jetzt sind wir wieder da bei der Stö. Also das ist ein Zweier, aber eben auch, es sind lockere Steine da drinnen und das hat das beim Abklettern sehr unangenehm gemacht. Aufe ist einfach nur steil und man kann es aber sehr gut ansteigen. Vor allem habe ich jetzt den Vorteil, dass ich schon einmal gegangen bin und das ist immer so die Sache, wenn du was zum ersten Mal gehst, dann musst du immer probieren und weiß nicht genau wie. So, da, diese Schwierigkeit wäre gemeistert. Das war der eine Schritt rauf. Den muss natürlich abklettern auch. Ist vielleicht ein 1 Plus. Vor allem interessant, weil es halt ausgesetzt ist. Ihr seht es locker. Der ist locker. Ist einfach ein hoher Schritt. Also für Leute, die ein bisschen kleiner sind, ist das sicher unangenehm zum Abklettern da. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich zu der eventuellen Umgehungsvariante kommen. Ich bin vorher da runter gekommen und man sieht, da sind Steigspuren, denen folge ich jetzt.
es ist ein bisschen nass da, aber falls ich umdrehen muss, das ist kein Problem, da oben gehen, retour. Da geht der Steig weiter, also die Steigspuren. Ist die Frage, ob das Gamsspuren sind oder was auch immer. So, jetzt bin ich da. Bin vorher da oben drüber. Und da kann man umgehen, das ist definitiv leichter. Aber die Schlüsselstelle kommt gleich da vorne, die bleibt mir nicht erspart. Da war jetzt ein echter Strickerl, war da schon was Feins. Sollte man nicht machen, aber mein Finger ist noch dran. So, da, jetzt geht es noch die steile Rinne runter und dann sind die Schwierigkeiten beendet. Ein enger Schluf ist das da, bist du deppert. Und jetzt geht's da noch runter. Ich sag's euch, das ist dann schon fast mehr wie Alm- und Wiesenwandern. Yes! Yes! Jo, Sportsfreunde der Nation, da oben bin ich vorher hergekommen und jetzt gehe ich auf gut ausgetretenen Pfad. Kerzen gerade zurück. Ich hoffe, dass da jetzt kein Kreuzotter mehr hummert umsteht. Das ich mehr mache, sobald ich wieder am Weg bin, wo die beiden Wege zusammenkommen. Ja, da seht ihr es. Ich bin da links weiter aufgegangen und da ist der Weg hergekommen. Das heißt, ihr müsst da einfach dann diesen Steig gehen. Ist von unten
nicht so hundertprozentig markant. Jetzt ist man verleitet, dass man da zuerst Herzengrad weitergeht, aber bei dieser Gabelung einfach nach links abbiegen, da wo die Markierung ist. Ich habe das vorher nicht gecheckt, weil ich glaube, da vorne ist auch noch eine. Naja. Resümee mache ich gleich jetzt, weil das ist der Abzweiger, wo man auf dem Braunedel raufgehen kuntert. Den könnte man dann theoretisch überschreiten und über die Moosbergalm ansteigen, dann kommt man auch wieder da retour, wo ich gestartet bin. Mache ich aber nicht, weil das Video erscheint bald am Kanal. Braunedel, Kogel und Moosbergriedel. Super tolle Gradüberschreitung. Und da oben nehme ich euch jetzt auch nichts mehr auf. Spann euch nicht mehr auf die lange Folter und mache dementsprechend gleich Resümee. Erstens, schaffen, super tolle Sache. Kurz, knackig. Der Grat ja, hat es echt in sich. Zustieg, nicht weiß gut wie viel. Man kann bis zur Retteneck hinten oder Retteneck allem zufahren, theoretisch. Dann macht man nur 600 Höhenmeter. Also, das ist was, was sich nach Feierabend gut ausgeht, solange die Tage lang sind. Ich würde sagen, wenn das noch jemand noch nie gemacht hat, da auf plant hin und retour mindestens 4 Stunden ein für die Tour. Ich würde euch auch raten, nehmt euch 30 Meter Halbseil mit, also einen kurzen Strick, weil dann könnt ihr bei den Schlaghaken abseilen, müsst ihr nicht abklettern. Ich sage aber auch gleich dazu, es ist viel 2er Gelände dabei. Es ist viel 1er Gelände dabei, das ausgesetzt ist. Das heißt, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn du da auf dem Grat einen Fehler machst, dann bist du hier. Dann können sie dir entweder in Strobe, können sie dir aufklauen oder drüben auf der Lammertaler Seite können sie dir aufklauen. Je nachdem, auf was von der Seite vom Grat, dass du abstürzt. Es ist auch teilweise echt brüchiges Gestein drinnen. Voll zum Aufpassen, 2 blaue Pfeile. Den Wegverlauf angegeben habe ich gefunden. 2 Schlaghaken eben. Ja, recht viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen, außer ich habe das echt als ein bisschen einen Nervenkitzel heute empfunden. Wahrscheinlich, weil es noch kein Video dazu gegeben hat, weil ich mir nichts darunter vorstellen habe können, nur die Beschreibung. Und weil ich auch ganz allein gewesen bin. Ich halte euch jetzt auch schon nicht mehr lange auf, wenn es euch gefallen hat. Bewertet auf jeden Fall das Video, das hilft dem Video, dass es bekannter wird. Daumen auf, Daumen oben, ganz egal. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will auf meinem Kanal, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, kriegt ihr Erinnerung, wenn das nächste Video rauskommt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentar hinterlassen. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal, habe die Ehre. Ciao, pfiat euch, Berg, heil, bleibt's geil.